Robin, enttäuscht, dass es nach deinem fulminanten Führungstreffer doch nicht zum Sieg gereicht hat? Enttäuscht. Okay, wir haben nicht gewonnen nach 2-1-Führung beziehungsweise auch nach 1-0-Führung. Aber ich denke, enttäuscht ist schwer zu sagen. Ich denke, es war heute ein gutes Spiel mit zwei richtig guten Mannschaften. Da muss ja auch mal sagen, dass der Tabellenführer hier war. Die haben davor noch kein Gegentor bekommen. Ich denke, dafür war es ein gutes Spiel. Und ja, eine gerechte Punkteteilung in alles in allem. Dein Fazit nach dem Spiel, Fabian? Ja, ich sehe es ähnlich. Ich denke, wir haben ein gutes Spiel gezeigt. Pforzheim hat auch eine starke Leistung abgerufen. Und ich denke, am Ende geht es 2-2 in Ordnung. Auch von den Chancen her ungefähr gleich gewesen. Von dem her können wir, denke ich, gut leben mit dem Punkt und auf die gute Leistung aufbauen. Es war ja eine kleine Überraschung, dich heute in der Aufstellung zu sehen. Kannst du dazu ein paar Worte sagen, wie das gekommen ist? Ja, also es ging jetzt fast über Nacht alles. Also es war in Reichenbach einfach so, dass es im Endeffekt nicht so gelaufen ist, wie ich es mir eigentlich gewünscht hatte. Dass ich aus Spielberg nur ungern gegangen bin, weiß jeder. Ich habe mir auch immer die Tür offen gehalten, wieder zurückzukommen. War halt nur im letzten halben Jahr ein bisschen wenig Spielpraxis dabei. Deswegen wollte ich eigentlich wohin, wo ich weiß, dass ich relativ viele Spielzeiten haben werde. Und ich war eh immer in Kontakt gestanden mit Spielberg. Und als dann jetzt letzte Woche nochmal oder die letzten zwei Tage dann nochmal der Kontakt entstanden ist, habe ich mir jetzt halt einfach dazu entschlossen, dass ich jetzt den Schritt schon wieder zurückgehe, weil es einfach in Reichenbach die Situation so war, dass es nicht so ist, wie eigentlich ich es mir vorgestellt hatte, als ich zugesagt hatte. Also hat sich das jetzt über die letzten zwei Wochen langsam, die Rückkehr quasi, wurde sie eingeleitet? Nee, das nicht. Also das war eigentlich in den letzten zwei Tagen nur. Also angebahnt hat sich das am Donnerstag Nacht sozusagen. Gestern wurde es dann schriftlich fixiert und deswegen, ja. Also es war jetzt nicht abzusehen eigentlich. Kannst du vielleicht abschließend sagen, was genau vielleicht dir in Reichenbach nicht gefallen hat oder wo es nicht funktioniert hat? Da möchte ich nicht zu weit ausholen. Ich denke, die es wissen sollten, die wissen es auch. Für die Öffentlichkeit, denke ich, ist wie diese 100.000 Fans, die deine Interviews hier immer angucken. Da langt, denke ich, die Info, die ich jetzt bisher rausgegeben habe. Wenn da jemand nähere Fragen hat, kann er sich ja bei mir mal melden. Okay, bei der Nähe zu den Spielern aus Spielberg ist es sicherlich möglich. Robin, wie hast du das erlebt, die Rückkehr von Fabian? Ich meine, du kannst ja vielleicht die Sicht der Mannschaft schildern. Naja, bei uns gestern kam die Nachricht, dass Fabian wieder zurück ist. Ich denke, jeder weiß, jeder hat sich gefreut. Also Fabian hat es auch gemerkt, heute in der Kabine gleich wieder normal aufgenommen wurde. Mit Nummer 30 halt erstmal hier anonymes Trikot tragen müssen. Aber ich denke, wir kriegen ihn jetzt gut wieder unter in unserer Mannschaft. Und dann ist gut, dass er wieder da ist. Robin, sag mal, wie ihr diesen Treffer gemacht habt. Das ist ja fast, sah ein bisschen abgesprochen aus. Oder sag ein paar Worte dazu. Ja, der war extrem lang einstudiert. Das machen wir öfters so im Training. Nein, also es war eigentlich, das ganze Getümmel hat sich im Strafraum abgespielt. Ich habe gesehen, dass ich eigentlich komplett blank war. Thomas hat mich dann auch gesehen, dass der so da hinten reinfliegt. Ich könnte jetzt sagen, war mit Absicht, aber also habe ich perfekt getroffen. Also so, denke, das klappt nicht jeden Tag, aber schön, dass es so geklappt hat. Schade, dass es leider nicht gereicht hat an dem Ganzen. Sebastian Rutz, der Kapitän der Pforzheimer, hat neulich beim Interview gesagt, dass ihr gegen die Pforzheimer besonders motiviert seid. Ist es heute so gewesen? Stimmt das und ist es heute so gewesen? Besonders motiviert, klar. Derby, Pforzheim nicht weit weg. Viele Spieler kennen sich untereinander. Dementsprechend besonders motiviert, klar. Allein schon dadurch, auch dass gegen den Tabellenführer, richtig gute Mannschaft. Aber in Summe, nächste Woche kommt das nächste Spiel, da sind wir wieder genauso motiviert. Der nächste Gegner heißt jetzt TSG Balingen für euch. Was wird das für ein Spiel? Was meint ihr? Und was könnt ihr über den Gegner sagen? Und wie werdet ihr versuchen, gegen ihn erfolgreich zu sein? Schwer zu sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie Balingen heute gespielt hat. Sind aber relativ schlecht in die Runde gestartet. Ich denke, die haben auch noch ein bisschen was aufzuholen, weil haben eigentlich auch ganz gute Mannschaft. Was wir noch so kennen von den Balingern. Ich denke, die haben was gut zu machen. Aber wenn es bei uns so weitergeht, wir haben jetzt die letzten Spiele eigentlich ganz gut gestaltet, dann ist mit Sicherheit auch was für uns drin. Fabian, was meinst du, was jetzt angesagt ist, auch im Hinblick auf das nächste Spiel gegen Balingen? Ja, wir haben am Mittwoch erstmal noch ein wichtiges Pokalspiel, was wir auf jeden Fall gewinnen müssen. Also deswegen denken wir jetzt erstmal an Mittwoch. Ansonsten gegen Balingen, ich erinnere mich, das letzte Spiel, als wir da gespielt haben, haben wir unglücklich verloren.
Von dem her haben wir da auf jeden Fall noch eine Rechnung offen und wollen natürlich da 3 Punkte holen. Wie jetzt die aufgestellt sind und so weiter, damit habe ich jetzt in der letzten Nacht noch nicht befassen können. Von dem her weiß ich jetzt nicht genau, was uns erwartet dort, aber wir wollen auf jeden Fall dahin fahren und 3 Punkte holen. Das Pokalspiel habe ich jetzt kurz vergessen, muss ich ehrlich sagen. Sagt ein paar Worte dazu, wie es da weitergeht. Gegen Epping spielen wir, gell? Epping, ja, ich glaube, das sollte über der Robin beantworten, weil ich mich jetzt damit auch noch nicht befassen konnte. Ja, nächste Runde Epping. Die haben so einen komischen Zaun da um den ganzen Platz rum. Ich glaube, das sind auch die Leute immer ganz heiß. Die sind aufgestiegen in die Verbandsliga. Jetzt glaube ich, die werden mit Sicherheit heiß sein, wenn da ein Oberligist kommt. In Summe müssen wir unser Spiel abrufen, die heimschicken wieder und dann geht's weiter nächste Runde.